schicken Sie bitte erstmal was zu. Oh, sehr gerne. An welche Anschrift? An papierkopf@lmaa.de. Was geht in deinem Kopfkino vor, wenn du an das Vorzimmer denkst? Das Vorzimmer, da sagen mir die meisten Verkäufer, Vorzimmerdrache, weibliche Firewall, einer sagte mal der Kettenhund des Chefs. Da ist oftmals nichts Positives dabei. Die Leute, die Verkäufer haben Angst vor dem Vorzimmer und vor der Killerfrage, worum geht's denn? Das ist ja total gemein, was die da machen. Und dann kommen so Sachen, nee, das bespreche ich mit Ihrem Chef direkt. Hey, versuch mal mit einem Türsteher an der Diskothek zu diskutieren. Mach das mal und guck mal, wie das ausgeht. Wenn er dem dann sagt, hör mal zu, lieber Herr Türsteher, ich versauf hier mehr heute Abend in dieser Diskothek, als du im Monat verdienst. Setz die Resonanz darauf bitte mal auf YouTube, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Diskutier mal mit dem Vorzimmer und sag ihr, du bist nicht wichtig, stell mich zu deinem Chef durch, Schneckchen. Dann zeigt ihr euch aber, wo der Frosch die Locken hat und das zu Recht. Das ist nicht höflich. Also, wir machen das wie bei dem Navigationssystem, das werdet ihr noch oft hier hören. Wir gucken mal den Ist-Zustand an. Punkt 1, ist die denn so böse? Wenn nein, was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe? Haben wir uns das mal bewusst gemacht? Haben wir uns mal genau auf den Punkt gebracht, was Ihre Aufgabe ist? Weil dann kann ich ja darauf eingehen. Dann wird es wieder leichter. Das ist der Ist-Zustand. Und genau das machen wir an dieser Stelle. So, zum einen ist Ihre Aufgabe, dass Sie dem Chef natürlich mal den Rücken frei halten soll. Und was glaubt ihr bei den meisten Sekretärinnen? Was ist ihr Denkmuster? Glaubt sie, Verkäufer sind gut oder schlecht? Wenn also in ihrem Kopf Verkäufer gar nicht gut sind, dann muss ich ihr das gar nicht erzählen, dass ich Verkäufer bin. Nochmal, wir dürfen nicht lügen. Alles, was wir sagen, muss wahr sein, aber wir müssen nicht alles sagen, was wahr ist. Und wie wir das machen, zeige ich euch gleich. Wenn ihr enttarnt seid, als Verkäufer wird es schwer durchzukommen. Das ist Fakt, weil sie soll dem Chef den Rücken frei halten und nur das durchstellen, was wirklich wichtig ist für ihn oder ihn vielleicht mit Informationen noch versorgen. Das ist ihre Aufgabe. Und wie so offene Ports bei einer Firewall oder eine Mauer, die irgendwo so einen kleinen Durchschlupf hat, das nutzen wir. Das heißt, wir müssen irgendwie darstellen, dass wir wichtig sind. Und das geht übrigens am einfachsten dann, wenn wir wichtig sind. Wenn wir uns Gedanken über den Nutzen gemacht haben, den wir unserem Kunden tatsächlich bringen. Wenn ihr die Verkäufer seid, die exakt wissen, was die Wirkung ihres Produktes ist für euren Kunden. Das hört sich so selbstverständlich an, das wissen die meisten nicht. Das ist unsere Aufgabe, das zu machen. Kommen wir zur Sekretärin. Wir suchen den offenen Port, um durchzukommen. Das heißt, wir müssen wichtig sein für den Chef. Und der einfachste Punkt, wie sie das prüft, ist, ob wir erstmal innerlich sicher sind. Wenn ihr ankommt, schönen guten Tag, könnten Sie mich mal bitte zum Herrn Michalski durchstellen? Worum geht's denn? Ja, ich wollte Ihnen unser neues Kopierersystem vorstellen. Schicken Sie bitte erstmal was zu. Oh, sehr gerne. An welche Anschrift? An papierkopf@lmaa.de. Das wird schwer werden an dieser Stelle. Wenn wir die Intonation betätigen, könnte sich das wie folgt anhören. Und ich überziehe die Intonation ein kleines Stück immer, damit du hörst, an welcher Stelle das ist. Wenn er das nicht ganz so stark macht, hört sich das nicht unfreundlich an, sondern nur bestimmt. Stöcker, wenn Sie mich gleich zum Wolfgang Job durchstellen, dann sagen Sie ihm bitte, Dirk Stöcker ist in der Leitung. Ich bleibe so lange am Apparat. Vielen Dank. Das heißt, es ist ein Befehl. Ich ziehe die Intonation nach unten. Jetzt ist die Frage, ist das ethisch überhaupt vertretbar? Glaubt mir, eine Sekretärin möchte nicht unwichtige Leute abblocken, aber wichtige Leute durchstellen.
Und das setzt voraus, dass ihr wichtig seid. Andernfalls klaut ihr die Zeit. Das andere wäre für mich nicht ethisch vertretbar, ihr einfach nur die Zeit zu knauen. Zeigt, dass ihr wichtig seid für den Chef. Und ihr werdet weniger dieses, worum geht's denn, bekommen. Viel, viel weniger. Nach diesem Seminar ein Versprechen, was ich allen mache und was bisher immer eingehalten wurde. Vorzimmer ist für euch eine ganz leichte Sache nachher. Wenn ihr wirklich sie nicht mehr als Fressfeind im Kopf habt und wenn ihr die Intonation betätigt, die Intonation nach unten zieht und sagt, ihr schließt mit einem Befehl ab, stellen Sie sich bitte kurz durch und dann nochmal vielen Dank. Das ist so viel Information, dass sie erstmal unser Hirn einfach nur in diese Richtung reinschickt und diesen Befehl ausführt. Unser Hirn kann gar nicht so dieses Komplexe. Probiert das mal. So, jetzt kann es sein, als zweite Technik, jetzt kann es immer noch sein, dass ihr jemanden habt oder akquirieren wollt, der nicht so oft an seinem Arbeitsplatz ist. Und jetzt kann das ja einfach nur vorgeschoben sein oder es kann Fakt sein. Das sehen wir hier erstmal nicht. Und wenn ihr zum Beispiel, ihr wollt Produktionsleiter akquirieren oder ihr wollt einen technischen Geschäftsführer akquirieren, die sind oftmals die ganze Zeit im Werk unterwegs. Und dann ist es tatsächlich sehr oft der Fall, dass die nicht am Platz sind. Und das könnt ihr mit der Vorwegnahmetechnik extrem einfach machen. Vorwegnahmetechnik heißt, ihr nehmt den Grund dem anderen schon weg. Und wenn ihr in den Leitfaden guckt, übrigens alles, was wir machen, ist in der mittleren Spalte und da steht oben drüber Assistentin oder Vorzimmer. Alles ist in dem Bereich drin und jetzt habt ihr zwei unterschiedliche Dinge, die ihr unterschiedlich bedienen könnt. Und Variante 2, die Vorwegnahmetechnik, kommt jetzt dran. Die ist dann, wie gesagt, wenn der Ansprechpartner sehr oft nicht da ist. Hallo Frau Kowalski, Stöcker von der Firma Triab. Ist denn der Wolfgang Schmidt schon im Hause? Ja, der ist gerade da. Worum geht's denn? Dann stellen Sie sich bitte kurz durch und sagen Sie ihm, Dirk Stöcker ist in der Leitung. Ich danke Ihnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt ein Worum geht's denn kriegt, ist geringer. Immer noch nicht 100%, deswegen müssen wir diese Frage, worum geht's denn, noch beantworten. Und das machen wir gleich im nächsten Kapitel.